Jetzt kümmern wir uns um die Schulter, was ja unser Kernthema ist, gehen wiederum in diese Position und ich kann natürlich jetzt hier diesen Zug aufbauen, hier indem ich meinen Körper wiederum nach außen torsiere, kann jetzt bewusst hier von der Linie Nuchae über den Trapezius Descendens, über den ganzen Arm ziehen. Kann natürlich auch mal so ein bisschen hier von unten kommen und diesen Zug machen. Was wir gestern sowohl von ventral als auch von dorsal in der Seitenlage machten, ne, gerade bei Ausstrahlung zum Ellbogen zur Hand, hier kann ich sehr gut über die Muskelbäuche der Extensoren, Flexoren, Pronatoren, Supinatoren friktieren, Druck geben und hier sehr schön auch das Handgelenk mobilisieren. Auch hier können wir diese Technik sehr schön einbauen. Schaut mal so ein bisschen auf meine Handstellung. Ich habe hier einen stumpfen Winkel. Hier kann ich so ein bisschen in den Handteller meinen Daumen haben, was auch sehr entspannend ist. Ich habe hier wirklich gute Möglichkeiten, einen guten Griff, um hier sehr flexibel arbeiten zu können. Immer geht mein Körper mit. Jetzt kommt was, das kennen wir auch aus der Seitenlage. Ich klemme den Arm wieder so runter und schlängel mich so durch. Die Leute, die ganz kleine Arme haben und einen Patienten haben, der 2,50 Meter groß ist, können auch gerne hier greifen. Das geht auch. Jetzt kann ich hier, ich bringe meinen Oberkörper vor und zurück. Bringe hier schön wiederum die Schultern, also die Scapula, eine Elevation und Depression. Und habe jetzt wiederum die Möglichkeit hier, das mit Massagegriffen hier im Levator-Ansatzbereich, im Trapezius Descendens entsprechend auszugestalten. Ich mobilisiere und massiere in einem Arbeitsschritt. Jetzt schaue ich mal, was kann ich hier noch machen. Zum Beispiel, wenn ich lange Arme habe, kann ich jetzt hier mit meinen Fingerbeeren am Scapularand, Parascapular, neben der Scapula ziehen. Dann kann ich hier wiederum meinen Arm greifen und jetzt hier auf den Humerus gehen und so ein bisschen über die Trizepssehnen gleiten. So sinnbildlich den Humeruskopf so ein bisschen aus der Gelenkpfanne ziehen. Kann hier auch den Oberarmkopf nach innen, nach außen rotieren. Habe hier wiederum viele Möglichkeiten. Oder ich kann hier natürlich auch auf entsprechende Punkte gehen, wie hier der Akupunkturpunkt Gallenblase 21, Hals, Akromen, erstes Drittel oder Dünndarm 14, hier vor den Levator Scapulae Ansatz. Könnte natürlich noch diverse andere Trapeziuspunkte hier mit fokussieren. Und du kannst natürlich auch mal den Arm selber kreisen. Mach mal die Bewegung selber, dann ich kann sie so ein bisschen begleiten. Auch hier kann ich zur aktiven Bewegung motivieren. Dann halt mal ganz kurz an, dass man nicht